sehe da vor. Ja! Komm, Bro. Okay, die Schüsse sind richtig laut. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich der netteste Spieler überhaupt. Aber wenn mir jetzt ein Spieler über den Weg laufen würde und ich könnte ihn töten in meinem Zustand, ich würde ihn essen. Oh ja, die Apokalypse ist hart, Leute. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ Diaries. Ich bin jetzt gerade hier in der Nähe bei Svetlojask. Das ist eine Stadt relativ rechts weit oben im Norden. Und meine Mission ist es, ich denke mal, ich renne zum Airfield und dann gucken wir mal, was passiert. Ich sehe da vorne eine Leiche. Oh. Wir pushen da jetzt einfach mal in die Richtung. Okay, das ist definitiv ein Spieler und der ist schon ein bisschen länger tot. Wartet der noch irgendwas? Hallo? Wieso kann ich den nicht looten? Okay, nichtsdestotrotz. Meine Mission ist natürlich jetzt erstmal Richtung Airfield zu kommen. Einfach mal wieder richtig gescheiten Loot zu finden. Weil ihr seht schon, ich bin schon einigermaßen ausgestattet, aber ihr wisst Bescheid, Leute. Jeder, der DayZ zockt, der will auf jeden Fall den High-End-Loot haben. Und deswegen tryen wir das jetzt einfach. Das ist ein Sack. Hunger hat der Bursche auch schon wieder. Geil. Ist jetzt natürlich gute Frage, wo der Typ hin ist, der den da abgeschlachtet hat. Vielleicht ist er aber auch durch Zombies gestorben oder ist bewusstlos geworden und dann von Zombies zerfetzt worden. Ich weiß es nicht. Aber falls ein Spieler da sein sollte, müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und nicht, dass ich auf einmal über den Haufen geballert werde. Es müsste auf jeden Fall auf der Karte etwas weiter links neben Svetlojark sein. O-N-B-W-A. O-N-B-W-A. Olza? Heißt das Olza? Ja, Leute, ich kann nicht mehr lesen. Doch, Olza. Okay, dann muss ich weiter in die Richtung, um zum Airfield zu kommen. Zum Airfield, ihr habt es ja am Anfang schon gesehen, ist ein ziemlich, ziemlich weiter Weg. Aber ich probiere es, Leute. Ich habe jetzt die Tage auch gezockt, deswegen habe ich auch eigentlich auch schon Loot. Aber ich war die Tage jetzt erkältet. Also nicht Real Life, sondern in DayZ. Und ihr wisst ja, das Krankheitssystem ist in DayZ a little bit complicated, Leute. Aber ich habe es in den Griff gekriegt. Also ich hatte das Bakterienzeichen unten rechts. Wusste ich natürlich nicht genau, was ich habe. Ob ich Cholera habe, ob ich Fieber habe oder irgendwie eine Vergiftung oder sonstiges. Ich habe dann ziemlich lange war ich dann im Hospiz und habe natürlich Antibiotika gefarmt und habe mir das reingestopft ohne Ende. Aber letztendlich hat Aktivkohle geholfen. Aktivkohle hilft ja auch gegen Vergiftung. Und es kann sein, dass ich wahrscheinlich ein bisschen vergiftet war. Frag mich nicht, wo ich mich vergiftet haben soll. Vielleicht habe ich was Schlechtes gegessen, irgendwie eine Magenverstimmung oder sowas. Das kann gut möglich sein. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Krankheit auf jeden Fall in den Griff gekriegt und habe mir gedacht, okay, nice, jetzt muss ich auf jeden Fall wieder ein Video machen. Weil ich weiß immer nie, weißt du, wenn ihr krank seid oder so und ihr kriegt das nicht in den Griff. Und ich hatte das echt lang. Ich hatte das echt lang und dann dachte ich, Cholera vielleicht? Und bei Cholera ist es ja echt, ja, schwierig, das auszusitzen. Also da solltet ihr am besten genug zu essen haben. Am besten natürlich zu zweit, dass der andere irgendwie looten kann und immer was zu essen vorbeibringen kann. Und natürlich in der Nähe vom Brunnen, dass ihr nicht verdurstet. Alleine ist es eigentlich schon relativ schwer. Weil ihr lauft da eigentlich ein bisschen und verliert so viel an Nahrungsbalken. Also ihr müsst richtig schnell essen und ihr müsst richtig schnell trinken. Das ist schon krass. Okay, warte mal, das ist das Airstrip. Ich könnte das Airstrip mal looten. Und dann mal weiterlaufen. Wenn ich gerade... Oh, ich bin wieder... Ich hab... Ey, hallo? Okay, da muss ich mich gleich drum kümmern, Leute. Nicht, dass das schlimmer wird. Gleich mal hier Antibiotika reinballern.
frag mich nicht, woher das jetzt auf einmal kommt. Es kann sein, dass mein Steakmesser. Ja, dass mein Steakmesser das desinfizieren muss. Weil wenn ich damit natürlich Zombie-Horden abschlachte und dann mein Essen damit aufmache, kann es gut möglich sein, dass ich mich damit vergiftet habe. Ich glaube, hier finden wir jetzt nichts Großartiges. Ja, aber eine Plastikflasche. Komm, die nehmen wir doch mal mit. Nice. Boah, das sind viele Sacks. Warte mal, diese Halle müsste ein Hintereingang. Nice, perfekt. Komm noch da mal kurz rein. Ach, da läuft auch ein Zombie. Was liegt dort auf dem Boden? Bauxitharz brauche ich nicht, aber da liegt noch eine Wasserflasche. So viele Wasserflaschen brauche ich gar nicht, wie ich schon habe. Ich glaube, ich habe jetzt 5 Stück oder so. Da sieht man, ich habe ewig lang kein DayZ mehr gespielt. Aber ich habe wieder richtig, richtig Bock. Ob das jetzt, ja, keine Ahnung, so Friendly-Experimente sind oder einfaches Gameplay, also DayZ Diaries. Mal gucken. Lasst euch überraschen, was da noch so alles kommt. Ach, der Zombie. Ja, dann komm. Ja! Komm, Bro. Guck mal, bevor du zuschlägst, Alter, hast du das Messer im Genick. Mein Freund. Alright. Ich gucke jetzt trotzdem, dass ich wieder weiterkomme, weil hier war ja jetzt nicht wirklich was. Kein wirklich besonders guter Loot. Was liegt da? Da liegt Papier, ne? Okay, Leute, also ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder am Airfield. So, kleines Update, liebe Leute. Ich bin hier jetzt ein Dorf weiter und ich habe hier ganz kurz einen kleinen Halt gemacht, weil ich war wieder erkältet oder das Bakterienzeichen war wieder rechts unten und ich wollte mich ganz kurz drum kümmern. Mit Aktivkohle habe ich es oder Aktivkohletabletten habe ich es auf jeden Fall weggekriegt und dann habe ich es natürlich gleich noch genutzt und habe dort etwas zu essen gefunden und kurz was gefuttert und jetzt mache ich mich wieder auf den Weg zum Airfield. Okay, die Schüsse sind richtig laut. Das muss da vorne aus dem Wald kommen. Das ist auch in der Richtung vom Airfield. Bloß ich glaube, ich wäre zu schnell, wenn das schon das Airfield gewesen wäre. Ich bin erst gerade bei Devil's Castle vorbei. Es kann gut möglich sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich probiere es jetzt mal hier über dieses ewig lange Feld. Wie ein Bekloppter. Oh Gott. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust, hier irgendwie feindliche Spiele über den Weg zu laufen. Sodass ich den ganzen Kram wieder laufen muss. Aber ich bewege mich jetzt trotzdem mal ein bisschen in die Richtung. Es interessiert mich jetzt natürlich auch, wer da rumgeballert hat. Und vielleicht sind es ja nette Spieler. Und die haben auf Zombies geschossen. Oder auf einen Bär. Okay, kleines Update, liebe Leute. Ich habe hier gerade so ein bisschen Zombie-Aggro. Vom Feinsten. Deswegen muss ich mich mal ganz kurz verziehen. Auch nur kurz. Shit. Es sind zu viele, aber ich bräuchte Essen. Und es kann eigentlich gut möglich sein, dass die hier gerade was zu essen haben. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die getrennt kriege. Und dann, dass ich mich durchmetzeln kann. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Ah, ich habe halt auch Schiss, mich irgendwie zu infizieren. Okay, let's go. Okay. Okay, zwei sind schon mal down. Da sind schon mal Pfirsiche. Schon mal sehr, sehr gut. Da war aber irgendwo noch ein Sack, der irgendwie aggro war. Ja. Und bleib liegen, Bro. Jawohl. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier eine Kirche habe. Weil wenn ja, dann muss ich der Straße ja nicht wirklich folgen. Ja, tatsächlich.
Okay, das bedeutet, ich muss jetzt so weiterlaufen, genau in diese Richtung, und dann komme ich eigentlich straight zum Airfield. Ich bin nur einen Ticken zu weit, oder zu weit in Norden gelaufen. Also da hinten muss irgendwo eine Kirche sein. Also eine kleine zumindest. Ja, da hinten ist eine. Okay, nice. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach kurz einen kleinen Cut. Und gucken mal, ob ich das Airfield heute noch erreiche. Das läuft gerade alles andere als gut hier. Ich bin zwar jetzt auf dem Airfield angekommen, es ist noch ein bisschen dunkel, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Aber ihr seht schon rechts unten, meine Essensanzeige ist sehr, 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 sehr dunkelrot. Und auch noch echt minimaler Strich ist da. Ich probiere jetzt, soweit ich komme. Ich weiß, da vorne kommen nochmal Baracken. Da könnte Dosenspeck sein. Aber so wie das aussieht, war kurz vor mir jemand hier und hat den ganzen Kram gelootet. Es könnte sein, dass das hier jetzt nicht gut ausgeht, Leute. Geil. Und ja, krank bin ich wieder. Verdammte Axt. Ich glaube aber, dass das von meinen Wasserflaschen kommt. Komm schon, Dosenspeck. Irgendwas zum Essen, bitte. Hier liegt leider nichts. Rein gar nichts. Außer Magazine, Westen. Also ich glaube, kurz einer vor mir war hier. Oh ja, die Apokalypse ist hart, Leute. Kampfzielvisier brauche ich auch nicht. Ich brauche was zum Futtern. Leider hat auch kein... Oh shit, nein, warte mal kurz. Oh, das wollte ich nicht. Mein Kreuz geht jetzt natürlich auch schon nach unten. Das ist jetzt ein echtes Problem. Geil wäre, wenn halt irgendein Zombie irgendwie Dosenspeck oder so hätte. Oh mein Gott! Eine Dose Thunfisch. Leute, 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 ich hab's gerade noch gesagt. Oh mein Gott. Öffnen! Thunfisch ist da, Leute. Und jetzt hau dir das rein. Ich hoffe nicht, dass ich anfange zu kotzen. Ich mach das ganz langsam. Genau, erstmal drei Striche. Oh, ihr seht schon, mein Kreuz ist auch schon gelb. Das geht schon richtig nach unten. Jetzt warte ich kurz, bis das hier wieder nach oben steigt, das Ganze. Ich muss gucken, dass ich irgendwie ein paar Zombies abschlachte. In der Hoffnung, dass die auch wieder Thunfisch oder sowas da haben. Komm, Kippen. Nice, danke. Okay, da hatte nichts. Ich muss mein Glück wirklich in den Baracken... Ja, ich muss es versuchen, die Baracken zu looten, Leute. Und ich verstehe auch nicht, warum mein Kreuz... Ah, okay, jetzt geht mein Kreuz wieder nach oben. Weil ich weiß einfach, dass in diesen ganzen Baracken und in diesen ganzen, ja, diese Armeezelte da, dass da auf jeden Fall Dosenspeck liegen kann. Weil den Weg zurück nach Cressino, das schaffe ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das packen würde. Einfach nichts mehr, ne? Gar nichts liegt hier. Kein Loot, kein gar nichts. Oh mein Gott. Geil. Auf der Suche nach dem Speck. Ja, ich probiere es. Ich probiere es. In der Hoffnung, dass die irgendwas zu essen da haben. Komm, lass was droppen. Drop was. Komm, drop was. Nein, okay. Der Zombie hat keine Liebe gegeben. Halt überall die Klamotten, aber ich finde nichts zu essen. Da kommen schon die Baracken. Und ein Stückchen weiter sind auch nochmal Baracken, deswegen ich hoff's. Ich brauche nur eine Dose Dosenspeck. Damit komme ich richtig lang zurecht. Aber vielleicht habe ich Glück. Komm schon. Ein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe. Papa hat so Hunger. Okay, hier ist gar nichts. Oh je. Yeah. Das heißt, ich muss jetzt rein theoretisch in diese Richtung. Und dann kommen da auch nochmal Baracken. Baracken oder Zelte waren es? Eins von beiden. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber währenddessen nehme ich auf jeden Fall die Zombies hier auseinander.
Vielleicht habe ich Glück. Da hat nur Munition, die ich nicht brauche. Oh, der ist verschimmelt. Den brauche ich gar nicht erst. Oh Mann, 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 Mann. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich der netteste Spieler überhaupt, aber wenn mir jetzt ein Spieler über den Weg laufen würde und ich könnte ihn töten in meinem Zustand, ich würde ihn essen. Ich würde ihn wirklich essen. So an und für sich sind die Military Basen richtig cool. Aber, wie gesagt, wenn es ums Essen geht, absoluter Schmutz. Da hätten sie sich echt ein bisschen mehr einfallen lassen können. Also zumindest mal einen Brunnen auf dem Airfield, das wäre ja schon mal was, ne? Das wäre ja schon mal ein Anfang. Aber es gibt ja hier noch nicht mal Wasser. Du kannst zwar eine Feldflasche finden, die gefüllt ist, aber dann weißt du auch nicht, ob das so toll ist, was da drin ist. Jetzt blute ich. Jetzt renne ich mal ganz kurz rein. In der Hoffnung, dass jetzt hier keiner auf mich wartet. Bandagier dich, Bro. Jetzt weiterhin gegen die Zombies. Vielleicht hat ja wieder der ein oder andere Thunfisch. Wenigstens, dass ich ein bisschen länger durchhalte. Muss der andere. Komm, gib um. Gib irgendwas. Okay. Keine Liebe für mich. Keine einzige Liebe. Nichts, nada. Geht es für mich jetzt hier wirklich zu Ende, Leute? Rauchgranaten ohne Ende. Ich habe Granaten ohne Ende. Ich habe Landminen ohne Ende. Was liegt da unten? Munition. Scheiß Rauch. Könnt ihr euch sonst wohin stecken? Ich muss wohl oder übel weiter. Ich muss weiter. Ich muss irgendwo Dosenspeck finden. Wenn ich hier jetzt gerade auslaufe, komme ich ja zu dem gecrashten Flugzeug. Ich hoffe nur, dass der Turm mich nicht im Blick hat. Alles geht. Das soll man sagen. Ich probier's. Halt die Klappe. Halt der Lappe. Oh, gibt noch ein bisschen Liebe, bitte. Das sind nochmal zwei Sacks. Komm schon. Von hinten auf den Nacken. Komm, auf den Nacken, Thunfisch. Oh mein Gott, Leute, Dosenspeck. Yes. Yes. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Und ne. Feldflasche. Wir sind so gerettet, Leute. Wir sind so gerettet. Okay, ich renne jetzt mal ganz kurz hier in den Container, mach hier mal zu. Und dann pfeife ich mir hier erstmal fett Dosenspeck hinter die Kiemen. Damit mache ich erstmal den Dosenspeck auf. Dann gönne ich mir jetzt erstmal zwei, drei Bissen Dosenspeck. Weil das Gute an Dosenspeck ist, ihr wisst Bescheid, Wasser steigt und Nahrung steigt. Okay, Leute, also ich glaube, wir werden jetzt am Ende von dieser Folge. Beim nächsten Mal geht es hier auf jeden Fall auf dem Airfield weiter. Ich werde aber in der nächsten Folge auch versuchen, andere Spieler mal zu treffen oder zu finden. Bis jetzt hat hier jetzt noch keiner rumgeballert, dass ich wüsste, wohin. Und ich denke, die Jagd nach Essen geht auf jeden Fall noch weiter, weil ich habe Fleischentzug. Wir wären dann am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. I will survive. Even when I'm eterno, up in electro, I will survive.